UHD und Android-Fernsehgeräte. Farbige Licht für die Stube, vollvernetzte Kaffeemaschine. Kleine, aber auch grosse Lautsprecher. Kopfhörer. Soundbar und Surround-System. Oder gleiches Zahnbürstchen. Philips hat eine riesige Menge an Produkten auf ihrem Stand an der IFA. Da ist es sehr schwierig, die Übersicht über die Highlights zu behalten. Darum hat der AFA-Guide bei den Schweizer Bereichsverantwortlichen gerade persönlich nach dem Highlight gefragt. Unser Highlight sind, dass wir neue 13 UHD-Geräte im Sortiment haben. Dann für mich das persönliche Highlight ist der 65 Zöller Flaggschiff 9800 mit Dual-Tuner, vierseitigem Ambilight, Direct-LED-Display mit 144 Segmenten zum Ansteuern. Basierend auf dem neuen Android-Betriebssystem, das wir haben. Hervorragendes Bild und wirklich tolle Sache. Beim Thema Curved Screens ist man bei Philips dafür eher zurückhaltend. Curved haben wir jetzt auch ein Modell im Sortiment, ein 55 Zoll aus der 8000er Reihe. Das Produkt haben wir zur Abrundung vom Sortiment. Fokus ist aber ganz klar auf dem UAD-Produkt. Also eines der grossen Highlights, die wir haben im Bereich Home Cinema, ist ganz klar die Fidelio B5. Es ist das Nachfolgemodell von der HTL 910, wo wir schon länger erfolgreich am Markt haben in der Schweiz. Eine Soundbar, Fidelio Soundbar, wo wir gesehen haben, Soundbaren werden bei Konsumenten immer beliebter, weil sie eigentlich eine einfache Ergänzung sind, eine Soundergänzung zum TV. Was jetzt an der Fidelio B5 speziell interessant ist, dass sie einerseits als Soundbar genutzt werden kann mit Stereo-Sound. Gleichzeitig, wenn man aber mal einen Film schaut, kann man Surround on Demand einstellen. Und zwar sind dazu an der Seite zwei Lautsprecher, die man abnehmen kann und so im Raum platzieren, dass man dreidimensionales Surround-Sound-Feeling hat. Philips hat in diesem Jahr natürlich einige Highlights, die wir hier auf der IFA vorstellen. Unser besonderes Highlight, eine digitale Innovation, ist wirklich eine Weltneuheit. Und zwar stellen wir dieser Eco Gran Baristo Avanti vor, der weltweit erste appsteuerbare Kaffeevollautomat. Man hat hier die Möglichkeit, über eine Tablet-App ganz komfortabel bis zu 16 Kaffeevariationen herzustellen. Man kann auswählen zwischen Espresso, Cappuccino, normalem Kaffee. Und hat dann eben die Möglichkeit, bis zu 6.000 verschiedene Geschmacksstufen einzustellen und kann das ganz komfortabel einstellen über diese Slider. Man sieht wirklich, das Bild passt sich an, kann die Kaffeemenge einstellen, die Milchmenge, hat dann noch die Möglichkeit, zwischen Temperatur und Geschmacksintensität zu wählen und kann dann eben direkt den Kaffee herstellen. Dar um café mais de acordo com o gosto individual de cada um.